Ihr Lieben da draußen, Aberration mit Erdbeben, na toll, fängt immer wieder schön an, geht weiter. Letzte zwei Touren waren ja ein bisschen, naja, lost in Aberration, nicht Translation, weil wir haben den Weg ins Dungeon nicht gefunden. Heute ist Reparationstag und deswegen stehe ich jetzt hier im zentralen Zentrallager im Zentrum. Kirschen ist bei mir, Tess. Hallöchen, Kirschen. Hübchen, Dex. Du solltest besser mal rauskommen. Ich habe heute eine kleine Überraschung, einen kleinen Plan für uns geschmiedet. Du und ich? Ja. Ich bleib lieber drin. Ich bleib lieber drin, wenn du und ich allein steckst. Ich versteck mich lieber hier hinter dem. Okay, ich komm mal raus. Wo stehst denn du? Ganz oben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hä? Wo kommt bitte jetzt? Brachis heißen sie nicht, Brontos. Wo kommt bitte die ganze Brachis her? Hast du die. Hä? Big? Alles Mr. Meine. Big? Big Boss? Alles Big Daddy? Gesehen. Littlefoot? Yes. Hey, Core, alles gut da oben? Warte, ich muss zurückbrüllen. Alles Speichel überall. So. Nein, ich habe einen kleinen Tourvorschlag. Also, dass wir uns die Brachios schnappen. Wir machen auch eine kleine Brachio-Zähmung. Zeig dir mal, wie ich die alle hier. Was heißt, gibt nichts großartig zu zeigen, aber ist eine coole Zähmung, finde ich einfach. Ich bin dabei. Ja. Du willst jetzt auch noch eine Tour mit den Dingern hier machen, ja? Ja, wir nehmen die mit. Ich will auch einen. So. Ich will einen zähmen und einen auch benennen. Darfst du. Wir zwei alleine oder hast du noch jemanden mit im Plan? Ich weiß nicht, wer noch mitmachen möchte, ob Raffi noch mit dabei sein möchte. Hast du schon eine Gruppe gefragt? Ich wollte sie mal eben fragen. Mach das. Ich gehe mal ganz kurz mein Haus bewundern. Du hast ja einmal angefangen mit dem Pilzbewuchs. Ja. Das wird immer mehr. Hatte ich immer schon diesen Riesenpilz da plötzlich stehen? Bestimmt. Nee, oder? Nee, diesen Riesenpilzbaum, den hatte ich aber ja noch nicht stehen gehabt. Mein Haus sieht man ja schon gar nicht. Musst du eben so ein Brachio nehmen. Siehst du von oben auch nicht viel mehr. Guck mal, die Power hat hier Schäfchen. Schleckis. Am Schafe züchten? Nee, hier, man kann doch diese kleinen Schultertiere bauen als Lampen. Und dann kann man die auch hier im Garten setzen. Ich habe die ganzen Tiere jetzt im Garten. Kokonut ist auch hier bei mir. Ich wollte eigentlich meine Base mal irgendwann einrichten. Naja gut, mache ich beim nächsten Mal. Ja, mein, ich hatte eigentlich mal einen wunderschönen Ausblick auf den See da unten. Jetzt habe ich nur noch Pilze überall. Pilze überall. Pilz überall. Das ist Pilzbefall, würde ich sagen. Nicht überall. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss mir einen neuen Beschwerdebrief wahrscheinlich mal aufsetzen. Davon mal abgesehen, Inneneinrichtung wolltest du auch noch machen. Habe ich noch irgendwo rausgehört. Ja. Irgendwann. Irgendwann. 91, 181. Ich nehme direkt Mr. Beck hier. Der hat mehr Power. Oh Gott, komm hier runter. Mach hin. Komm hier raus an dem. Ja, kommst raus. Was für eine Aussicht. Was kann man da. Wow. Cool, ne? Mega. Muss man durch die Base eigentlich stapfen. Der ist ja immer in Bewegung, ne? Der kann nicht mal den Hals bewegen. Der muss sich immer bewegen beim. Nee. Er dreht den Hals. Ne? Das ist nicht viel. Auf die Füße. Oh, da gehen sie steil. Oh, guck mal. Ja, da haben wir dann los. Ah. Oh Gott, wo will er hin? Ich gehe mal ganz kurz zu Kim. Also, guck mal, die ist da. Laufen die hinter mir her, die Tiere? Hey sein. Kim, alles gut da? Na? Alles. Alex. Warum baust du eigentlich hier so einen Aufzug? Man braucht doch einfach nur so ein Brachio, ist alles gut. Der passt genau hier oben rein. Wenn du jetzt absteigst, bist du hier oben. Wie berührt man mit dem Ding? Buck ich die mal hier an. Steuerung. Control. Nö. Macht sie nicht? STG geht nicht. Doch, bei mir schon. Bei mir nicht? Ruhe da unten. Hä? Brüll, Mann, geht nicht. Nee, geht nicht, weil du stehst.
Ach so, da kann ich ja gar nicht oben reinrotzen. Das geht nicht. Nein, das geht leider. Oh! Weil du machst ja erstmal den. Oh mein Gott! Ich bin abgestiegen und bin unten auf dem Boden gewesen. Ja. Hm. Du hast hier, das ist das Praktische, du hast ja keinen Fallschirm. Wir folgen die mir? Ja, die folgen mir, glaube ich, ne? Ich hab einen angepfiffen. Du hast, glaube ich, auch einen angepfiffen. Nee, einfach Kim. Kim hat den angepfiffen. Ah, okay. Ihr seid zu klein. Wer wollte denn mitlaufen? Chor. Chor, toll. Ja. Ach. Nee, sack bloß. Sack bloß. So, ich gehe mich mal eben nochmal eben kurz und kleine Vorbereitungen machen. Ja gut, wenn keiner mitkommt, dann gehen wir alleine. Aber dann will ich meinen Dino haben. Ach, das ist der hier, den ich habe? Nein. Du bleib ruhig versetzen. Ich möchte bloß den sie angepfiffen hatte. Den du gerade hinter dir hast, der ist hübsch. Der schwarz-grüne. Die kann man ja auch, das sind alles ja Männchen, bis auf ein Weibchen. Moment. Armes Weibchen. Warte, die gute Dame muss ich, kann ich auch noch. Darf ich den eigentlich skillen? Darfst du. Auf was? Ich habe ihn jetzt zum Beispiel, wie viel hat er auf Ausdauer? 2000. 2000 ist eigentlich ausreichend. Du musst sowieso ab und zu regenerieren. Den kann man aber auch gut pushen. Leben geht gut und Angriff. Ich habe auch gerade noch ein bisschen auf Ausdauer. Ausdauer ist eigentlich ganz gut immer. Aber hier bin ich gerade auch fast bei 2000. Er macht dann Rabatz. So. So, der folgt mir. Bleib du hier bitte. Aber schöne Hütten haben sie gebaut. Was machst du gerade, Dex? Wie machen wir diesen Riesenstampfer? Den Riesenstampfer? Du hast dich eben auf die Hinterbeine gestellt. Das ist genau dieser Move. Du musst dann bloß nochmal Angriffstaste, also links. Einmal rechts drücken, einmal links drücken. Oder C? Ich glaube verwirrt. Nee, C musst du drücken und dann einmal links. Also ich hoffe, dass ich oben bleibe beim. Dort. Beim. Beim Absteigen. Nicht. Das. Ist zwar ganz cool, dass man keinen Fallschaden bekommt, aber man kann doch wie viel Fred Feuerstein von oben da runterrutschen. Das wäre schön. Das steht mir eigentlich auf für den Dino. Warum kommen wir nicht oben? Ich will gerne mal auf seinem Schwanz da hochreiten. Kann man da oben drauf rumrennen? Stimmt. Weiß ich nicht. Ausprobiert haben wir es noch nicht. Du kannst drauf landen mit den Flügeln. Kann man, ja? Das gehe ich mal schwer von aus. Okay. Aber nur überall nur krank. Wo bin ich dann? Also Leute, macht euch keine Sorgen. Wir werden die Tour ins lilane Gebiet noch nachholen, wenn wir den Weg wissen. Paul wird sich nochmal informieren, ganz genau, wo der Weg ist. Ich glaube, der Storm weiß sogar den Weg, aber der war letztes Mal nicht dabei, glaube ich, ne? Oder? Das weiß ich nicht, war ja auch nicht dabei. Nimmst du ihn mit? Pfeif den mal ab, den anderen. Nee, ich nehme die mit. Nimm sie mit? Nimm die mit. Wo willst du hin? Nicht großes Chaos, wenn die ganzen Tiere hinter dir herrennen? Nö, an sich nicht. Okay. Die sind relativ langsam, ja. Selbst wenn sie schnell laufen. Die sind gar nicht so langsam, wie man sich das denkt. Nee, die sind eigentlich recht schnell, aber die machen ja mega Schritte. Ja. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen gammeln. Ja. Wer kaspert da unten wieder rum? Kübchen. Kübchen, warst du mit? Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Willst du mit rumstampfen? Nee, sorry, die sind mir zu langsam. Was? Lüge! Aber ich komme gleich mit den Alpha da hinten töten. Yay! Das machen wir jetzt. Gibt's viele Tiere. Los, schneller. Jetzt kommt. Los. Wir machen den Alpha jetzt alleine, weil du Nein gesagt hast. Oh, cool. So. Sollen wir nochmal schnell schreiben, dass sie mitkommen, wer mitkommen möchte? Jetzt brüllt er. Jetzt hast du gebrüllt. Welche Taste hast du gedrückt? SAG, weil ich hier laufe, ja.
Oh, warte, ich komme dazu. Ja, ja, alles gut. Stelle. Schwede, 9000. Einfach die Schlagtaste nutzen, ja? Dann geht der runter. Genau, genau. Einfach die Schlagtaste nutzen. Jetzt gibt's Rache 5000. Komm, eine machen damit. Ja, die machen sich mehr selbstständig. Sehr schön. Easy. Oh. Jetzt holen wir einen raus. Leg uns mal was in die Big Boys hier rein. Guck mal, der geht da gleich steil hier. Du kannst ja eine Kiste aufmachen, ne? So. Ja. Eine Kiste auf. Wow. Ich weiß nicht. Sie hatte nur zwei wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viele Kisten sie hatte. Ach, guck mal, ich leg alles in mein Tier rein. Kannst du mitnehmen? Hat sie mich jetzt? Hat sie mir jetzt alles gegeben, oder? Ja, brauche ich jetzt nicht. Oh, 17 Level. Das ist schön. Das gab gut Level. 19 Level habe ich bekommen. Ja. Oh, ich habe noch eine Kiste bekommen von ihr. Okay, dann mache ich die auch mal auf. So. Leider nichts Gutes drin, nur Schrott. Mach die anderen auch mal. Was hast du gesagt gehabt? Auch auf Nahkampf, glaube ich, oder? Du kannst auf Nahkampf auch gehen, ne? Da machst du den halt mehr Damage halt mit dem großen. Dann euch viel Spaß! Ja, danke schön. So. Welche Richtung machen wir? Siehst du, Kim kommt mit. Perfekt. Papi! Ah, klar! Wo ist er? Ja, wo ist sie? So. Hallo! Herzlich willkommen! Hallo! Okay, Schwanzlänge voraus! So, Brachios. Ich würde ganz ehrlich runterlaufen, den üblichen Weg rechts und dann zum Wasser zur Kreuzung. Weil da ist ja meistens immer ein bisschen alpha-mäßig was unterwegs. Irgendwelche Krabbeln oder Krokos oder weiß ich nicht. Ich gucke gerade wieder auf Netflix. Habe ich ja vor Monaten schon mal irgendwo in irgendwelchen Let's Plays erzählt. Jetzt gucke ich die nächsten Staffeln weiter. Staffel 4 und Staffel 5. Von der Serie Jurassic Park. Wie heißt sie auf Deutsch? Keine Ahnung. Irgendwie Escape oder sowas auf Englisch oder so. Die Animationsserie, die ich sehr, sehr gut finde. Die ist wirklich, auch schon. Wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt oder komplett gesehen habt. Nee, komplett habe ich die, glaube ich, selbst noch nicht gesehen. Aber ich habe sie mit meinen Kleinen sogar geguckt. Die ist echt, echt gut gemacht. Ist vielleicht für ganz kleine Kinder auch schon ein bisschen zu viel. Nein, das ist zu viel auf jeden Fall. Oh, jetzt ist der blaue Strahl gerade abgehauen. Hey, ich glaube. Aber Jurassic Park oder Jurassic World kannst du ihnen jetzt auch nicht gerade zeigen. Nee. Ja. Ich glaube, es gibt eine Menge Kinder, die Jurassic Park gesehen haben und da ganz üble Albträume von gekriegt haben. Ich gehe nicht mehr ins Klo, da kommt der Dino und frisst mich. Kommt doch an, wie viele Jahre ist denn der Zwerg? Meiner? 6. Der wird jetzt eingeschult. Ja, dann geht das eigentlich. Dann geht das. Mit 6 kannst du das gucken. Der guckt schon. Ist manchmal worum es manchmal geht, ist ein bisschen schwer, aber ansonsten. Ja, das ist so. Er hat noch nicht das Verständnis, sage ich mal, für manche Sachen. Aber. Aber Dinos geht immer. Die Action geht immer. Ich wollte gerade sagen, Dinos geht immer. Stell dich mal bitte ganz in die Mitte, Kim. Ich will mal ein Foto von uns machen. Da oben ist ein lila Loot. Kommst aber leider nicht mit dem Brachio dran. Ja, aber wenn. Fallen Dinos vom Himmel. Ich will den Loot. Wenn ich draufschritt. Schrei mal ganz kurz, Kim. Warte mal, Gott, das leckert bei mir. Jetzt. Ja, auch. Der Server ist irgendwie ein bisschen. Rein. Steuerung. Ja, stopp. Perfekt, Fotos für Fotoshooting, ja, perfekt. Ich drücke zu viel für die Fototaste und dann leckt das bei mir immer das Spiel komplett. Ja. So, jetzt geht's weiter. Wie klein der Spiegel da unten ist, ne? Alles soll ich mich denn fühlen? Aus. Bist du abgestiegen? Ja, ich will zu dem Loot. Achso, okay. Ich wollte den Loot. Ich hab von da oben verschätzt, wie weit das noch weg war. Ich dachte, ich stände da genau neben. Weg. Schon mal den Dino weg. Mein Blatt. Hau ich noch im Kopf.
Machst du 400 Schaden beim Stampfen? Ja. Welches Level bist denn du? 191? Du der, ist ja der ist gezüchtet. Das ist einer aus dem und dem Mädchen geworden. Das hat sich gelohnt. Was gab's? Nur Schrottwehr, ne? Bauplan für eine Klippenplattform. Ja, passt jetzt zu dir, oder? Es passt zwar. Aber du bist schon vorbei bei diesem Schritt. Irgendwie ein bisschen. Ich hasse das, dass das Spiel nur in bei Ark immer so wegläuft, wie so ein kleines Hündchen, ne? Gemäß wäre es allerdings schon, dass der sich eher verabschiedet, anstatt bis zum Tod zu kämpfen. Ich glaube nicht. Es ist die schlauere Taktik. Ich glaube gar keine dieser großen Dinos haben das jemals gemacht, dass sie sich zurückziehen. Das sind Raubtiere, die sind alle gerannt, wenn es zu ärgerlich wurde, das zu töten. Ich glaube nicht, ich habe immer das Gefühl, dass die bis zum bitteren Ende gekämpft haben. Ja, schade. Hab zu spät. Aber guck mal. Oh, der Sophominus sieht gut aus, im Blau. Machen die einfach Stampfschaden im Wasser? Nee, ne? Schade. Doch, du musst kleine Fische. Kleine Fische machen sie nicht platt. Doch. Habe ich gerade gemacht. Ja, aber stampfen. Aber nicht, wenn die jetzt so rüberlaufen, meine ich. Nein, leider nicht. Also, wir machen jetzt nicht. Das wäre schon cool. Boah, da hinten ist ganz viel los. Rein in die Action, sagt er. Oh, die ist recht platt. Wohl auf die Hinterbeine, du Vieh. Flüchtet von mir. Krabbe weicht zurück. Scheiß Piranhas hinter mir, kriegen alle so einen Kick. Wer schreit eigentlich? Ist das der Brache, der so schreit und macht diesen lilanen. Ja, der Buff. Ja. Er vergrault sie, er fiert sie. Wieder purple view. Oh, erst durch einmal stampfen kann ich blöde durch. Oh, das ist eine schöne Farbe. Boah, da hinten, die mache ich jetzt platt. In einem Stampfen. Mach hin. Ich habe mich jetzt gerade einstehen. Also ich bin ganz geil da drauf. Ja, ganz, ganz, ganz hart. Ganz geil jetzt auf diese Seite. Guck mal, Double Triple KO! Jetzt. Murder Death Kill! Einfach Mann. War das bei Doom Triple Kill oder so ähnlich? Das war nicht bei Doom, das war glaube ich bei Unreal Tournament kam das. Das auch, aber ich glaube, das kam später bei mehreren Spielen, aber ich glaube, Unreal hat damit angefangen. Du hast einen Kroko. Ja, das natürlich nicht, das war am besten Maustaste dann. Mann mit einer etwas tieferen Stimme. Ja, bei Doom war das. Ich weiß ja, das war. Oh mein. Schade. Nee, das war nicht. Oder Doom irgendwie Multiplayer oder sowas? Oder, nee, das war Unreal, ne? Ja, wir können weiter. Ich glaube, bei Doom war das nämlich auch. Da hast du recht. Weiß es, also nee, hatte Doom überhaupt eine Multiplayer-Kampagne? Oder war das bei Doom? Ach, ich glaube, es war auf jeden Fall, du hast recht, auf jeden Fall Unreal. Unreal hat, oder Unreal Tournament hat es auf jeden Fall gemacht. Unreal Tournament, ganz sicher. Das weiß ich, weil ich habe Unreal Tournament damals gespielt. Oder PvP, das fand ich so cool, das Spiel. Wie hieß das Spiel nochmal mit? Ne, Duke Nukem war das. Ne, Duke Nukem hat das nicht gemacht. Der hat ja mal nur dumme Sprüche gehabt, die Typen. Dumme Sprüche. Duke hatte glaube ich keine Multiplayer-Kampagne. Nee. Wie macht der bei mir die Animation nicht keine? Zum Hochgehen? Jetzt kommt er. Der war deck und der steht da oben. Da hat er einen Ständer. Schlimmste, was hier passieren kann. Hä? Wood Harvesting activated? Achso, Touch. Berry. Lieber Plage. Stone. Ja, nehmen wir Stone. Stone kann man niemand gebrauchen. So. 10.000! Yes. Nicht schlecht. Komm mal mit. Ich nehme sie alle mit. Komm mal mit. Ja, komm mal. Guck mal, er läuft schon einfach. Ah, ja, komm zu deinem Kollegen. So. Komm zu deinem Kollegen. Also man wird ja verwöhnt, was die Geschwindigkeit angeht. Ja, aber wenn du ihn hier ein bisschen gepusht hast oder ihn gezüchtet hast, ist schon annehmbar. Oder hier hat 4 Level, Core. Nun kannst du vergeben. Welchen hast du gerade da? Ich habe glaube ich, weiß ich nicht, Big Boss oder so? Ich glaube ja. Ja, Big Boss. Mist. Also, warten, ist der andere. Nee, geh du schon mal durch. Kannst du Level verteilen, eigentlich Angriff, was Aufdauer. Leben. 20.000, also 20.000 Leben wären schön, 2.000 mit Stamina und alles Angriff ist auch drin. Mach du.
Mach du. Ey, ganz ehrlich, wenn du mit so einem riesen Bein so einen Kick in die Fresse bekommst, meine Herde. Er holst schon hin. Sattelschleppe ins Gesicht. Habe ich nicht noch einen Kryopod dabei? Hast du noch einen? Ne, da habe ich noch einen. Ich habe einen Kryopod dabei. Warte, ich habe. Nimm mal stehen. Was ist denn los? Soll ein Foto machen. Er möchte nicht Kryopodet werden, weil von irgendwas immer angegriffen wird. Wieso? Wie folgt der denn? Seid ihr eigentlich bei mir? Achso, da hinten. Da habt ihr schon abgepfiffen. Oh, ich hab wieder den Bug. Ich hab keine Blätter mehr in den Bäumen. Ich auch. Ja, nicht. Den hab ich auch gerade. Das ist aber cool. Sieht man ja alles. Da hab ich zu nah dran. Oder? Oh, jetzt sind sie wieder da. Ja. Aber. Irgendwie. Hat Geh jemand weg. Den angepfiffen? Ach, du sitzt da drauf. Sag das doch, Kim. Dachtest du denn, warum der hier so rumstampft? Und ich versuche ihn die ganze Zeit einzupacken. Geht schlecht, wenn du oben drauf sitzt. Und ich laufe die ganze Zeit her. Was geht denn? Das ist voll. Den anderen drin. Kannst du einpacken. So, jetzt ist eingepackt. Jetzt können wir weiter. Gehen wir allein. Gehen wir doch hier links rum. Ich will ganz kurz noch zu dieser Kreuzung. Da ist immer ziemlich viel. Hey, der schafft es nicht um die Kurve. Ich kann nicht. Schaff's nicht um die Kurve. Der läuft immer wieder geradeaus. Muss, glaube ich, erst rumgucken und dann laufen, weil der dreht sich ja auf der Stelle. Jetzt schafft es. So, einmal rechts mal los. Bisschen tanken. Ja, keine Bäume. Keine Blätter. Keine Ausdauer. Ich geh jetzt erstmal einmal hinten in die Mitte und dann volle Möhre drauf. Geh weg. Hello again. Was sind da oben eigentlich? Pferde. Oh, da kommt Quetzal! Tiefflug, dem ramm ich mit weg! Der arme Quetzen. Nein, ich schaff die Kurve nicht! Jetzt schnell runter! Und? Ja! Der war gut. Er hat gesessen. Nice. Alles tot! Der arme Quetzal, platt geflundert. La Pest. Verdammte Biberpest. Keine Ausdauer mehr. Ich glaube, du musst auf Ausdauer skillen. Ich hab jetzt auf 3000 hochgeskillt, damit der. Damit ja, ich der, hab mal jetzt einen in Ausdauer gemacht. Ich bin wieder auf den Keks hier. Sollen wir hier links lang laufen Richtung blaues Gebiet? Ja. Was siehst du? Guck mal da! Ich muss direkt einen Ständer. Hoch. Warte, ich komm nicht an der Kakinos vorbei. Der Multikiller läuft. Mach dir keine Sorgen, ich mach das schon für dich. Alter Schiene. Ich will aber auch haben. Wo bist du? Du bist ja... Wow, die tümmeln sich da. Nein, Kim, mach schnell. Die fressen sich doch gegenseitig. Mach, alles gut. Ja. Die fressen sich gegenseitig auf. Boah, ist ein Weißes dabei? Ja, das Weiße mache ich direkt platt. Jetzt auch. Na, Jungs! Kann ich mitspielen? Aber ich habe nicht so viel platt gemacht, glaube ich. Ah. Ne? Was? Ja, Kleinkram. noch ein Krokodil hinter uns. Heute gibt es Krabbensalat. Hier waren gerade irgendwie gefühlt 6 oder 7 Krokodile auf einem Haufen und eine Krabbe und sonst was. Aber die haben sich, bevor ich angekommen bin, selber dezimiert. Ah. Oh nein, ich habe schon 300 Gewicht drauf. Das wird schwer nachher. Das wird schwer? Von 4500 Gewicht, die er tragen kann. Hey, ich bin doch gar nicht hochgegangen. Warum geht denn der hoch? Der freut sich beim Leveln. Achso. Stimmt. Da hinten läuft doch einer, den kenn ich. Hey, wer bist du da hinten? Komm wieder zurück. Ich hab dich genau gesehen von hier oben. Da läuft doch einer. Ach, ich hinter dir.
Achso, das ist die Pediküre. Ja. Pediküre-Kur. Knabbert die am großen Zeh. Die knabbern mir mein Schorfkäse von den Füßen. Aua. Boah, Arsch. Die Farbe sieht wild aus. Der hat mir bis zu meinem Hälfte des Lebens weggenatzt gerade. Ja, die Dinger sind auch nicht unbedingt. Ja, ja, die machen Schaden. Ja, die haben beide mit diesen Biber. Biberpest. Biber sind ja eben die ganzen Justins hier. Ja, Biberpest. Nein, doch, da. Ja, der dunkelblaue Spinner ist ganz hübsch. Der sieht cool aus, ne? Level? 28. Kann weg. Kann aussortiert werden. Aber hübsch ist er trotzdem. Ja. Die Farbe gefällt mir. Hier hat er auch eine Lutschpflanze. Da vorne ist einer unter dem. Und wir machen hier das Brücke, frei. Ja. Lauf. Überlebt jetzt sowieso nicht. Oh wow. Gott, jetzt geht er auf die Mäuse los. Ne, hier auf die Krokodile. Große Stampfen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo die Erdbeben herkommen. Oh, echt, du gehst mir auf den Keks. Das ist schön gelb, aber. Bäm! Wenn der nicht weg ist, dann. Das ist gut, dass man trotzdem an den Leichen festhängt. Ah! Ja! Hier, Dex, hinten, links. Ganze. Ah, dieser Torbogen ist genau für die Brachios gemacht, damit man mit dem Kopf da genau durchkommt. Komm mit. Dann. Und weg ist der Dex. Lutschwanze. Ach, die ist hier unten. Guck mal, ich könnte hier perfekt hier oben drauf jetzt, aber nein, man kann ja nicht oben absteigen. Und unten. Heilt der Auto. Ja, die heilen automatisch, ne? Oder muss man daneben stehen? Also nicht daneben. Da draußen. Also wenn die Tiere daneben stehen, reicht das, aber der muss nah genug stehen, dass du da. Na toll. Ich hänge hier voll im Stein. Kann man die cool, du kannst in die Struktur gucken. Na toll. Dann gehen wir mal einmal auf Tour und da ist der Chor total stoned. Total stoned. Oh, hallo. Läuft denn da unten rum? Ein Vibe-Dog, 16. Okay. Ich muss mal, glaube ich, einen Samen haben. Einen Samen haben? Möchtest du einen Samen haben? Lass mich Samen haben. Habe ich welche? Ja, ich habe 13 Stück dabei. Oh, echt süß. So. Hier, Dino. Bin dort raus. Ist das meiner? Ist das deiner? Das ist meiner. Wo bist denn du? Also Littlefoot. Littlefoot. Ja. Der Stein fliegt hier hammerweit. Was ist denn da los? Hä? Kim, warst du das? Hm? Hast du mich Dinos angeschossen? Ich hab deinen Dino gerade angeschossen. Der ist einfach so gelaufen, keine Ahnung warum. Ich wollte dich nicht anschießen, war gerade auf den anderen, auf das andere Tier, was vorweggelaufen ist, habe ich eigentlich gerade gezielt. Aber ich glaube, deine Range ist so groß mit dem Tier. Ja. Die Hitbox ist ja groß. Das war knapp. Das sind gerade. Genau. Ich hab den Scheitel geschossen, sogar drei. Man fängt erstmal klein an, ne? Und dann. Schieß. Und der ist, glaube ich, tot. Position sparen und so. Sowieso. Okay.
Für die erste Teil der Brachiosaurus-Runde war es das. Bis zum nächsten. Und tschüss.